Hey Leute, was geht ab? Wir reagieren jetzt auf Shorts. Morgen. So. Willst du mich verarschen? Alter, frierst du nicht? Wieso sollte ich? Ist doch gar nicht kalt. Digga, ich habe gerade eiskalt Schneeflocken gefurzt und du willst mir sagen, es ist nicht kalt? Nein, also ich friere nicht. Ah, cool. Wie kannst du nicht frieren, wenn ich so sehr friere? Ich habe nicht mal mehr Gänsehaut, das ist Raufasertapete. Zumindest macht mir die Kälte nichts aus. Du Bitch, selbst Alexa hat angefangen, Russisch zu reden. Wie kann jeder die Kälte nichts ausmachen? Alter, wir haben hier sibirische Kälte und der macht mir hier einen auf Malibu Beach Vibes. Ich glaub's nicht. Morgen. Willst du mich verarschen? Wenn deine Mutter alles viel lauter hört. Scheiße. Levin, warum schreist du so rum? Die Nachbarn schlafen! Aber Mama, du bist die Einzige, die hier gerade schreit. Hör auf, mich anzuschreien, Freundchen! Hä? Wenn deine Mutter alles viel lauter hört. Wenn man betrunken ist und plötzlich die Eltern anrufen. Bro, alles gut bei dir? Du kannst ja fast nicht mehr laufen. Alles in Butter. Oh, meine Mutter. Bro, da kannst du jetzt nicht rangehen, du bist viel zu... Hallo Mutti, mir geht es blendend. Die Party ist recht amüsant, aber der Kaviar fehlt und der Champagner wurde auch nicht kalt gestellt. Wenn man betrunken ist und... Think about it. Sei nicht rassistisch, sei wie Super Mario. Er ist Italiener und wurde von Japanern erfunden. Er spricht Englisch und sieht aus wie ein Türke. Er rennt wie ein Jamaikaner, springt wie ein Afrikaner und sammelt Münzen wie ein Pole. Sei nicht rassistisch. Das hier ist ein YouTuber, den jeder kennt, aber warte, lass ein Like und ein Abo da, let's go. Paluten kenne ich. Den kenne ich nicht. Das hier ist ein YouTuber, den jeder kennt, aber warte. Du, wie schnell! Das schaffe ich niemals. Was? Der Besitzer teilte das Leckerli in ein kleines und ein großes Stückchen und ließ den Hund die Wahl. Ohne zu zögern, nahm dieser das größere Stück, doch statt es zu essen, brachte er es zu seinem kleinen Schweinefreund rüber, streichelte ihm den Kopf und ging zurück, um sich das kleinere Stück zu holen. Der Besitzer teilte das Leckerli in ein kleines... Nein, das wird was. Everybody, let me see you just do it to the bullet.
everybody, let me see you just do it, girl. You're magnificent. Leute, ich lege mein Handy bis morgen weg. Könntet ihr... Juckt es. Willst du mir vielleicht nicht dein Zeugnis zeigen? Ah ja, bevor ich dir mein Zeugnis zeige, du weißt ja, ich habe dieses Jahr richtig viel gelernt. Was ist mir neu? Also das Problem ist, dass dieses Schuljahr das schwerste Schuljahr von allen war, hat selbst unser Lehrer gesagt. Die ganze Klasse ist so schlecht, dass ich wieder fast zu den Besten gehöre. Und die Schuld liegt ja dann nicht bei mir, weil wenn alle Schüler schlecht waren, liegt ja die Schuld beim Lehrer offensichtlich. Selbst Jonas, du kennst ihn ja, du meintest, der ist vorbildlich und so. Der ist kein Stück besser, weil dieses Schuljahr war einfach schwer. Okay. Schau, also zum Beispiel habe ich in Englisch fast eine 1. Was heißt fast? Ja, also mein Lehrer hat mir eine 4 eingetragen, aber eine 4 ist one word free, eine 4 ist ausreichend und ausreichend heißt bestanden und bestanden ist gut und gut ist fast eine 1, also ich will mich gar nicht beschweren. Du freust dich über eine 4? Alper, sag mir bitte nicht, dass du eine 5 im Zeugnis hast. Nein, hab ich nicht. Oh, ja, was verheimlichst du dann? Ich hab nicht nur eine, ich hab 2 Fünfen im Zeugnis. Was? Und eine 6 in Mathe. Oh, Something incredible happened when this man put his life on the line to rescue this woman from an oncoming vehicle. The woman, however, did not understand what he did and pushed him away angrily before walking away. Despite the harsh response from the woman, he continued trying to stop the vehicle from sliding down the icy road and eventually succeeded. The owner of the vehicle saw him and shouted at him, not knowing he just prevented the vehicle from crashing. The man walked away. And if you think he's a hero, regardless, subscribe. Something incredible happened. Wenn deine Mutter dein Zimmer aufräumt. Auch mal da. Ich habe heute dein Zimmer aufgeräumt. Was? Nein! Hoffentlich hat sie es nicht gefunden. Jedenfalls habe ich da ein paar Sachen gefunden, worüber ich gerne mit dir reden wollte. Okay. Als erstes mal diese teure Brotdose, wo ich dich 5-mal gefragt habe, ob du die hast. Ja, hab ich vergessen. Dann lagen hinter deinem Bett richtig viele Tücher und diese harte Socke. Das ist noch von der Erkältung. Und jetzt das Schlimmste. Diese 4 hier in Englisch. Hab ich vergessen, wollte ich dir noch zeigen. Wenn sowas nochmal passiert, gibt's Hausarrest. Ich will alles sehen. Boah, Glück gehabt, Mann. Ah ja, die Zigaretten und die Kondome habe ich mir übrigens mal ausgeliehen. Was? Wenn deine Mutter dein Zimmer aufräumt. Auch mal. Oh mein Gott, wie cool. Ich kann unsichtbar sein. Das will ich direkt ausprobieren. Ich habe Abdul und Adam lang nichts mehr gekauft, deswegen überraschen wir die beide mal jetzt. Ich habe die beiden gerade runtergerufen, die sollten jetzt gleich kommen. Kommt Abdul auch schon? Wo ist Adam? Adam hat gesagt, er braucht noch ein bisschen. Das Adam? Was willst du? Weil er mich pleite macht, weil er meine Sachen immer im Kühlschrank klaut, weil er mein Zimmer immer unordentlich verlässt und mein Geld von meinem Zimmer klaut. Habe ich mir gedacht, ich kaufe euch was Schönes. Elf, du bist der Beste. Hör auf zu schleimen. Haarspray, Kindersitz, Autoreifen, Stativ, Puppe, die kriegst du auch, Adam. Adam, die kann doch was. Lass mal die Arme los. Oh mein Gott, wie geil. Ich hab doch gesagt, Adam gefällt. Fang mit Adams Geschenk an. Leg mal die Puppe. Hier, Adam. Pack mal aus, Adam. Ja, eine Bauchtasche! Danke, Leute, du bist der Beste. Hör auf, sehr hässlich zu gucken, das ist dein Paket. Alter, hast du mir ehrlich Schuhe bestellt? Nein, das ist Schuhgröße 45. Ich wollte nur, dass du die auspackst. Für mich. Spaß beiseite, einmal hier für dich. Hallo? Hallo? Mit wem telefonierst du? Mit niemandem. Hallo? Ich habe Abdul und Adam lang nichts mehr. Okay. Das. Hä? Das ist ein Vogelei oder so. Oha. Muss das nicht von alleine aufgehen? Das sieht schleimig aus. Ist es einer oder zwei? Das ist einer. Wie süß. Evil!
und man hat eine Kokosnuss gekauft, um festzustellen, dass sie nicht durch das Fenster passt. Ihm ist das sehr peinlich, besonders weil eine hübsche Frau ihm zuschaut. Deswegen versichert er ihr, dass die Kokosnuss passt, aber sie lacht nur und glaubt ihm nicht. Um sie vom Gegenteil zu überzeugen, versucht der Mann in allen möglichen Winkeln die Kokosnuss durch das Fenster zu ziehen, aber schafft es nicht. Die anderen Passagiere fangen an, sich über ihn lustig zu machen. Ein Mann verspottet ihn und sagt, dass er naiv ist, weil er nicht einfach nach einem Strohhalm gefragt hat, als er die Kokosnuss gekauft hat. Frustriert unternimmt der Mann einen weiteren Versuch, die Kokosnuss durchzufetschen. Diesmal benutzt er sogar seine Füße und zieht so fest er kann, aber er scheitert immer noch. Entmutigt wirft er die Kokosnuss aus dem Fenster, als sie seltsamerweise einen Pfosten trifft und zurück in den Zug springt. Die Kokosnuss landet wieder in den Händen des Mannes, der sehr verwirrt ist. Als die hübsche Frau das sieht, ist sie schockiert und auch der Mann, der sich über ihn lustig gemacht hat, kann nicht glauben, was passiert ist. Der Mann gibt sich cool und behauptet, dass die Kokosnuss doch durch das Fenster gepasst hat. Dann bietet er der hübschen Frau seine Kokosnuss an und gewinnt so ihr Herz. Dieser Mann hat eine Kokosnuss gekauft und... Ich tausche diese Feder gegen immer schwerer werdende Dinge hoch, bis ich etwas habe, das mindestens eine Tonne wiegt. Schwerer als eine Feder. Genau. Ich kann dir einen Tampon traden. Einen Tampon. Ist der schwerer als eine Feder, ist die Frage. Ja, schon, oder? Ja, komm, machen wir. Ja, klar. Du hast die Feder, vielen Dank. Wir haben jetzt einen Tampon. Danke. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal einen Tampon wiege, aber wir sind hier bei 3 Gramm und damit 2 Gramm mehr als die Feder. Let's go. Wir haben jetzt diesen Tampon. Habt ihr irgendwas, was ihr dagegen tauschen würdet? Ich hab irgendwas in meinen Geldbeutel drin. Irgendwas. Ich bin so jetzt 1 Euro schwerer. Boah, ja, 1 Euro ist auf jeden Fall schwerer. Okay, dann gehört der Tampon jetzt hier. Ich habe keine Ahnung, was ihr damit anstellt. Danke euch. Video. Moment der Wahrheit. 1 Euro wiegt 7 Gramm. Das sind 7 Gramm. Ist theoretisch machbar. Ich nehme auch den Riegel. Nice. Ein Proteinriegel. 45 Gramm. Eine deutliche Steigerung. Ich habe halt gar nichts dabei, außer mein Geldbeutel und den Geld. Oh, der ist sicher schwerer. Wir sind bei 45 Gramm und diesem Proteinriegel. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben zu der Tonne, das gebe ich zu. Deswegen brauche ich eure Hilfe. Was für Hochtauschmethoden würdet ihr mir noch vorschlagen für die nächste Folge? Ich tausche diese... Wenn Witze Realität werden. Sag mal Ananas. Okay. Ananas? Deine Hose ist das. Ey, aber mit dir. Das ist der letzte Schritt. Das ist doch, sag mal, Klettergerüst. Klettergerüst? Dich hat ein nackter Mann geküsst. Na, warte. Sag mal, Tomate. Tomate? Dein B ist kein Karate. Aber hast du nicht gerechnet, was? Aber doch. Was, guck, deine Mutter war die Prüfung. Jetzt hat mein P den schwarzen Gürtel. Wer? Ich, deine Mann. Nein. Wer hat gefragt? Hä? Du hast gefragt. Hallo? Hallo? Wenn Witze Realität werden, sag mal Ananas. Okay. Ich würde sagen, es war's mit dem Video und ciao!